Wir sitzen jetzt vor dem Bauteil, das verantwortlich ist für den Totalausfall dieses Fahrzeugs. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch über die Defekte sprechen, die die VW-Werkstatt beheben musste, damit dieses Fahrzeug wieder fahrbar ist. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Am Ende des Videos hänge ich euch noch eine Datei an, die die ganzen Komponenten aufweist, die VW ausgetauscht hat, damit ihr kontrollieren könnt, was gemacht worden ist. Der erste Fehler, Abblendlicht prüfen, ging aus von dem linken Scheinwerfer. Hier hat wohl das Fehlerprotokoll ergeben, dass hier irgendwo ein Kurzschluss drin sitzt, ob jetzt im Scheinwerfer oder alleinig im Scheinwerfer oder sogar auch im Steuergerät, kann ich nicht sagen. Fakt ist, der Scheinwerfer wurde getauscht. Und dann war das Problem behoben. Wir sitzen jetzt vor dem Bauteil, das verantwortlich ist für den Totalausfall dieses Fahrzeugs. Es geht um das Lenkrad, genauer genommen um einen Sensor, der in dem Lenkrad verbaut ist. Meines Wissens nach wurde der komplette Lenkradring getauscht. Natürlich können hier auch alte Bauteile übernommen werden. Seit dem Tausch des Lenkrads läuft das Fahrzeug wieder perfekt. Ich hatte keine einzige Fehlermeldung, mit dem netten Nebeneffekt, dass ich jetzt natürlich ein ganz neues Lederlenkrad hier habe, das Leder entsprechend in einem neuwertigen Zustand ist und das Auto läuft wieder und macht auch richtig Spaß. Diese ganzen Fehlermeldungen, die haben das Auto so unattraktiv gemacht, aber jetzt habe ich wieder Freude mit dem Auto. Lasst doch schon mal gerne einen Daumen nach oben da, dass jetzt endlich das Auto wieder läuft. Ich freue mich über euren Support, besten Dank. Und jetzt gucken wir uns noch die letzte Aktion an, die an dem Auto ausgeführt wurde, und dafür müssen wir zum Motorraum. Angekommen im Motorraum war ja aufgrund von Brandgefahr lange Zeit nur der nackte Motor zu sehen. Hier haben wir jetzt endlich eine Motorabdeckung, ob man die jetzt zwangsweise braucht oder nicht, ich weiß es nicht. Fakt ist, das Auto ist jetzt nach 2 Jahren knapp endlich im Auslieferungszustand. So sollte das Auto eigentlich geliefert werden und nach 2 Jahren hat das jetzt auch geklappt. Ich freue mich. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet und auch ein Kanal-Abo. Das würde mich unheimlich unterstützen. Ich werde auch weiterhin noch Videos über das Auto drehen, allerdings nicht mehr allzu lange, denn in 2 Monaten geht dieses Auto zurück zu VW. Und dann heißt es AD Golf 8 GTI Clubsport und dann muss was Neues her. Und ich habe mir natürlich schon den Kopf zerbrochen, was das sein könnte, was euch gefallen könnte. Also wer wissen will, was als neues Auto auf dem Kanal kommt, Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann werden wir wieder sämtliche Themen des neuen Fahrzeugs abarbeiten und darauf freue ich mich. Danke an jeden, der mich unterstützt bisher. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao.